Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit dabei dieses Mal ist die gute Jules. Hey! Denn wir reagieren heute auf einen Song, den wir zusammen gemacht haben. Das ist mittlerweile der zweite. Der erste war letztes Jahr, das war An meine alten Freunde, ist auch schon eine ganze Weile her. Hintergrund, ich mache gerade beim Into the Pit mit. Das ist ein Online-Turnier, quasi eine Cypher, was aber einen richtigen Turnierbaum hat, wie ein Battle. Also quasi eine Mischung aus beidem, könnte man sagen. Und ich habe gesehen, dass mein Gegner wirklich, wirklich stark ist. Wir haben ein Thema vorgeschlagen bekommen. Mein Gegner und ich mussten beide das Thema Heimweh bearbeiten. Und das hat irgendwie gut auf meine Lebenssituation gepasst. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir Inspiration gesucht und bin dann irgendwann bei Walk on Water von Eminem stehen geblieben. Dem einen oder anderen sagt es vielleicht was. Das ist so ein Piano-Track, wo erst später so nach und nach Streicher dazukommen und andere Instrumentalteile. An sich ist das eigentlich relativ simpel. Was den Song aber ausmacht, neben dem grandiosen Rap natürlich, ist der Gesang von Beyoncé, der da drauf ist. Und da habe ich mir dann direkt Verstärkung geholt, weil es ist dann immer so, ich habe meine Sängerin und ich schreibe sie dann immer an für sowas. Das passt. Es klingt jetzt paradox, weil wir erst zwei Songs miteinander gemacht haben. Aber das Feedback ist jedes Mal gut, so jetzt auch zu dem Song. Wir werden das wie folgt machen. Wir geben uns das Video, geben alle möglichen Insider-Infos, die wir darüber geben können. Währenddessen taut die Julia dann auch irgendwann so ein bisschen auf, weil das ist das erste Mal. Erste ja, Mal. Ich bin auch aufgeregt, Leute. Ich glaube wirklich das erste Mal von der Kamera seit dem Videodreh und davor eigentlich gar nicht so viel. Crazy. Aber dafür machst du das. Ich muss mich noch dran gewöhnen, überhaupt. Ja, aber trotzdem, ich finde, dafür machst du es wirklich relativ gut. Also, das werden wir später auch nochmal drüber reden im Detail. Nebenbei, das wolltest du, glaube ich, auch eben gerade schon mal ansprechen, haben wir Insta offen. Genau, also falls irgendwie mein Blick so ein bisschen nach rechts geht, nicht wundern. Ja genau, es ist, weil sie ganz spontan auf die letzten Minuten auf die Idee gekommen ist, da einen Stream aufzumachen, wo uns ein paar von ihren Leuten dann auch nochmal schreiben können, Fragen stellen können und wenn da irgendwie eine interessante Frage zu uns aufkommt, lösen wir die einfach mit vor. Ich fand das eigentlich ganz geil und weil ich zu arm für Twitch bin, ist das eigentlich das Geilste, was man machen kann. Also, dann würde ich sagen, let's go, oder? Let's go. Da muss ich schon mal was dazu sagen. Oh, direkt eine Sekunde und er legt los. Das habe ich wirklich schon mal gemacht. Aber, komm. Wenn du Stopp drücken willst übrigens, du kannst immer hier auf die Leertaste drücken, dann kannst du... Ja, okay, Leertaste, ja? Ja, genau. Ich lieb's. Das ist, ich auch, auf jeden Fall. Mit der Drohne, wow. Ja, da hat der Koya, der das ganze Video directed hatte, steht ja auch direkt hier, zusammen mit seiner Freundin, mit der Jasmin, haben einen wahnsinnig guten Job gemacht. Ich bin so froh, dass ich das dieses Mal aus der Hand geben konnte. Dann konnte ich mich vollkommen beim Video auf alles andere konzentrieren und musste dann nicht halt mir auch noch darum Kopf machen, weil das ist schlimm. Zumindest, wenn man alles machen muss. Das Directed By habe ich ein bisschen zu groß reingeschrieben. Das ist uns dann im Nachhinein auch aufgefallen. Das hätte so ein bisschen kleiner von der Typografie her auf die Seite gekonnt. Und so ein paar andere Kleinigkeiten fallen mir jetzt im Nachhinein schon noch auf, wenn man das eine Woche nicht mehr so richtig angeguckt hat. Aber so an sich ist es ein geiles Ding. Ich glaube, die größte Schwierigkeit war, ihr seht es noch ein bisschen am Rand hier oben, das ist alles so ein bisschen blau. Das war alles komplett in Blau gehüllt am Anfang. Ich weiß gar nicht, was wir da beim Dreh gemacht haben. Aber da musste ich ein bisschen was machen, damit das wieder raus ist. Aber die Fahrten sind halt total geil. Mir selbst vertrauen. Und ich gehe nach vorn, doch ich drehe mich um. Denn mich quält der Verlust meines alten Lebens, das ich aufgegeben habe. Stehe gerade am Wendepunkt und kann nicht mehr sehen. Alles, was mich noch umarmt, ist dichter Nebel. Und ich bin selbst schuld, weil ich einfach... Ja. Hau raus. Ey... Das kommt so gut, diese Gegenüberstellung, gerade auch eben, weil ja im Song gerade dieses Leid und dann eben dieser Switch in, okay, alles klar, fick auf alles, das ist jetzt mein neuer Anfang. Und das wird dadurch so gut gezeigt. Thanks. Das war auch eine richtig spontane Sache. Ich habe
Das eine ist ja im Studio aufgenommen bei mir hier, wo wir jetzt auch gerade die Aufnahme machen, mit auch dem Mikrofon hier. Quasi auf den letzten Drücker. Wir wussten, waren uns gar nicht so richtig sicher, ob wir die Aufnahme machen wollen. Und genau so ein bisschen ist diese andere Aufnahme entstanden mit dem Mikro. Das haben wir auch last minute mitgenommen. Ich habe meinem Kumpel kurz vorher noch geschrieben, dass er das bitte mitnehmen soll. Das habe ich ihm nämlich vor Jahren mal geschenkt. Und dann haben wir gedacht, ey, wäre doch eigentlich geil für den Dreh. Witzig, das sieht man übrigens auch im Making-of. Bis wir das mal aufgehangen hatten, das hat ewig lang gedauert. Wir mussten da über so eine große Metallschiene, die irgendwo an der Spitze des Raumes hing, so 5 Meter oder so, haben wir da lasso-mäßig das XLR rübergeworfen und dann hat sich das auch noch festgekeilt. Bei Gott, wir müssen das einblenden, das ist so lustig. Hast du das Making-of geguckt? Nee, aber wir haben ja Videos davon, ja, dass wir das einblenden. Dann lass gleich im Nachhinein noch das Making-of gucken, dann sage ich jetzt gar nicht viel dazu, weil ich habe da, ja, hab das ja heute hochgeladen. Das ist geil, cool, da wirst du dich freuen. Ach, nicht mehr. Ja, genau. Heute wollte meiner Stimme folgen, was mich reizte, war das Neue. Ich musste sie verlassen, war erdrückt von den Sorgen, hab sie geliebt, doch wär nie glücklich geworden. So, bevor es jetzt zum Umbruch kommt, übrigens, da habt ihr es gerade schon gehört, da war auch gerade die Julia so ein bisschen im Hintergrund. Das wollte ich unbedingt mit drinne haben, sowas. Dass sie halt nicht nur im Refrain ist und in den zukünftigen Songs würde ich sie auch gerne noch mehr mit in die Parts reinziehen, einfach damit das alles noch ein bisschen homogener ist. Und ein bisschen mehr zusammengeht, damit das nicht einfach nur stumpf ist. Parts, ich, du, Refrain. Gerne auch mal irgendwas komplett Verrücktes. Also da wäre ich voll für, auf jeden Fall. Safe, ich bin dabei. Also ja, da haben wir es jetzt sporadisch so gemacht, weil wir nicht viel Zeit hatten. Rebirth ist relativ schnell entstanden. Wir haben es so gemacht, sie hat einfach nur zum Beat gesungen. Einfach undefinierbare Geräusche gemacht und die schönsten habe ich mir rausgeschnitten und an die richtigen Stellen gepackt und das ist einfach krass, wie gut das funktioniert hat. Ja, im Endeffekt. Das war einmal 5 Minuten von Anfang bis Ende einfach irgendwie und dann... Ja, genau, wirklich. Das ist, das muss für Außenstehende auch wahrscheinlich ziemlich witzig ausgesehen haben, aber es ist geil, was dabei rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob ich textlich so viel sagen soll. Also ich habe das eigentlich einfach alles frei von der Seele runtergeschrieben, so wie es da jetzt hörbar ist. Ich glaube, ich habe da jeden Tag, ich habe das auf 2 Tage geschrieben und jeden Tag, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden, ungefähr so. Und mir war es halt wichtig, dass das am Anfang noch relativ ruhig ist und später aufbricht vom Spannungsbogen her. Zu weit will ich jetzt noch gar nicht darauf eingehen, aber ich kann es ganz gut mit einer Ankündigung verbinden, ist... das ist ja alles Real Talk. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, der das hört, aber das ist nicht nur, weil uns das Thema vorgegeben ist. Es ist eher andersrum. Ich habe das einfach genutzt, um das, was ich eh machen wollte, machen zu können. Manche haben auch schon vorgeworfen, dass es ein bisschen am Thema vorbeigeht und ich verstehe auch, wieso, weil Heimweh nicht nur das einzige Thema ist. Es wird ja klar, es geht ja um eine Trennung, beziehungsweise um eine Trennungsverarbeitung. Und ich habe das schon seit ungefähr 2 bis 3 Monaten am Laufen, dass eben diese Verarbeitung stattfindet. Dementsprechend ist Rebirth gar nicht der erste Song. Es ist eher der 4. bis 5. und wahrscheinlich auch noch nicht der letzte. Da wird es wahrscheinlich noch 1, 2 geben, die das Ganze abrunden. Und die bilden dann eine EP. Die Rebirth EP. Das war schon von Anfang an klar, dass die so heißen soll. Und es war einfach perfekt, dass der als Herzstück davon mitten reinpasst. Den habt ihr schon gehört. Und die EP wird wahrscheinlich in ein paar Monaten soweit sein. Und dann ist es halt wahrscheinlich auch fertig. Und du wirst wahrscheinlich auch nochmal drauf vorkommen. Das wusste sie noch gar nicht. Sehr gut. Ja, gut. Dann weiß ich das jetzt auch mal. Aber eine ganz kurze Sache zu dem Thema, dass ich habe das auch gelesen in YouTube, dass manche sagen, okay, hey, das ist einfach nicht Heimweh. Also das Thema, das wurde einfach ein bisschen verfehlt. Aber ich finde, man muss das auch immer so ein bisschen in Relation setzen und so die Hintergründe kennen. Weil bei dir da, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber da sprechen wir ja nicht über ein paar Monate, sondern wir sprechen über Jahre. Und eine Person kann dir ein Zuhause geben, auf jeden. Und diese Sicherheit, dieses Heim, das war einfach da und das ist nicht mehr und deshalb Heimweh. Also ganz ehrlich, ich finde es mega passend. Vielleicht jetzt nicht direkt das, was jeder unter Heimweh versteht, aber um die Ecke gedacht, total getroffen. Genau, das hast du gerade gut verdeutlicht, was in meinem Kopf abgeht die ganze Zeit. Es ist manchmal selber schwierig, das auszudrücken. Ich glaube, den meisten würde es dann auch klar werden, wenn sie die EP hören würden, weil dann haben sie auch die komplette Erklärung. Ich habe hier ja nichts konkret über meine Ex-Freundin gesagt in dem Song. Das ist auch bewusst, gerade weil ich das nicht so auf dieser großen Bühne großartig preisgeben wollte,
In so einer geschlossenen EP, wo ich keine Single-Auskopplung mache, ist das dann schon ein bisschen mehr in dem Fall. Geil, wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten aufgenommen und eine Minute vom Video. Das ist ein relativ guter Kurs. Ich glaube, wir gehen hier nicht unter einer Stunde raus. Ja, perfekt, doch Leute. Es zerfrisst meine Seele. Fühle tief in meinem inneren Leere, mitten im Nebel. Zucke zusammen, die bittere Kälte gefriert an mein Blut in den Venen. Falle zu Boden, fange an zu denken, was habe ich bitte getan? Dieses I love it. Ja. Schön, dass du es sagst. Ich lieb's auch. Und auch da gab's Kritik. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, du bist auch so jemand. Du kannst 99 geile Kommentare bekommen, wenn da einer dabei ist. Wenn da einer dabei ist. Da redest du mit der Richtigen. Ey, das ist halt... Komplett vorbei. Vorbei, Leute. Mm-mm. Ich glaube, wir haben beide ein Ego-Problem und zwar ein richtiges. Hallo? Wir reagieren gerade auf unseren eigenen Song. Was willst du überhaupt? Das ist keine Frage mehr. Ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber das mache ich immer. Also das ist... Das macht es, glaube ich, nicht besser, dass du das immer machst. Oh, auf jeden Fall. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Wo waren wir? Scheiße, ich weiß es auch nicht mehr. Oh, blöd, sorry. genau, Double Time. Und da wurde dann, kritisiert, dass ich mich da einmal verhaspelt hätte. Oh, wo? Und, bei sowas, bei der Stelle, glaube ich. Ey, und da hat's mich dann wirklich einmal gekriegt. Ich bin mittlerweile relativ immun eigentlich gegen so stumpfe Kritik oder halt so Sachen, die nicht hilfreich sind, sondern eigentlich nur rummeckern. Und das hat mich dann aber trotzdem irgendwie gekriegt. Ich weiß auch nicht. Ich will mich ja gar nicht mehr von sowas triggern lassen, aber irgendwie kriegt's mich dann doch. Im Endeffekt ist es dann halt so. Aber wenn du halt hunderte Stunden zum Beispiel Double Time übst und dir dann jemand sagt, du hast dich verhaspelt, obwohl ich selber finde, dass das sehr clean ist, ey, dann... Ja, verstehe ich absolut. Aber das ist auch so eine Sache, die schreibe ich mir immer hinter die Fahne. Keiner ist perfekt. Und im Endeffekt wäre ja schlimm, wenn du einfach nur zurückgesagt bekommst, okay, alles war geil. Weil das glaubst du eh nicht. Jeder will einen Kritikpunkt hören. Aber ich verstehe es, wenn es dann sowas ist, wo du sagst, ey, scheiße, Mann, ich finde es eigentlich voll clean. Was ist denn hier los? Und das triggert dann übertrieben. Aber ja, wir haben es ja gerade von Ego-Problemen. Das ist halt... Genau. Das ist halt genau. So. Ich meine, es gibt Punkte wie zum Beispiel bei Shinobi. Ich weiß nicht, ob du den Song gehört hast. Das war der letzte, den ich rausgebracht habe. Sarah appreciated unseren Song. Danke. Thanks. beim letzten habe ich zum Beispiel Gesangsparts von mir drin gehabt. Die fand ich nicht so geil. Und da kann ich das verstehen, wenn die jemand kritisiert. Aber du kannst doch nicht was kritisieren, was ich geil finde. Das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Geil. Habe doch alles gehabt, aber am Ende wieder verschwendet. Ein heftiger Fehler. So übrigens, fühlt es sich. Hier bei dem Video, da hat der Marc mir zum Beispiel gesagt, er liebt es, wie wir den Shot gemacht haben, dass da so das Licht reinfällt. Funny Story, das hat so nie ausgesehen. Ich habe das mit einem Effekt gemacht, dass das so reinscheint. Echt? Ja, Videoeffekt mal lieb. Habe doch alles gehabt, aber am Ende wieder verschwendet. Ein heftiger. Das sah eigentlich komplett flach aus hier. Also da war dann fertig mit der Sonne hier und da. Ah, so sieht's halt einfach nice aus, ne? Ja. Der Fehler, so fühlt es sich an, obwohl ich mit ihr zusammengefühlt nur zur Hälfte gelebt hab. Vom Heimweh geblendet, doch ich lasse mich nicht täuschen, wenn ich weiter durch den Nebel gehe, bin ich ein neuer Mensch. Geh nach vor und dreh mich um, ein letzter Blick nach Hause. Doppelkinnwunder! Ich sag nix, du, ey. Wir kommen gleich zum geilsten Shot im kompletten Video. Ich habe sogar noch auf Kamera, wie wir ausgerastet sind bei dem Shot gleich. Guck mal, wie das aufgeht auf einmal, als ob wir die Metapher geplant hätten. Ja, es ist schon richtig geil, vor allem halt, wenn so der Schnee... Es ist ein Traum, oder? Ja. Schultern und schwer, das Gewicht, das mich noch hält, die Erinnerung tief in meinem Herz. Ich sag dir eins, also ich find's ist absolut geiler Shot. Aber. Hau raus. Ich weiß nicht, also da finde ich, sieht man, dass ich nur lip-synke. Ich finde, da kommt nicht so viel Gefühl rüber. Also eigentlich sieht es anders aus, wenn ich singe. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, beim nächsten Mal wird das so eine Stelle, wo man wirklich sehen muss, wie hart ich mir da die Seele aus dem Leib schreie. Mag sein. Ich finde, mir ist es gar nicht mehr so aufgefallen. Ich habe das Ding geschnitten. Ich habe hier zum Beispiel bei der Stelle fand ich es einfach nur cool, wie du dich bewegt hast.
wie du deinen Kopf nach oben gemacht hast. Finde ich zum Beispiel hier gar nicht so geil. Ich find's nice, weil beim Singen machst du das eigentlich nicht. Da hältst du den Kopf eigentlich gerade, damit es gut klingt. Wusste nicht, ob du das wusstest. Aber wenn du den, wenn den Kopf so nach oben machst, da kommt nicht viel. Aber ich mach das immer. Sobald ich loslege, hebe ich leicht den Kopf. Nicht so krass wie da, da habe ich den ja wirklich so. Genau. Aber. Ja, okay. Aber so meinte ich's doch eigentlich. Genau. Und wie du dann die Hände dazu hebst und wie du dich bewegst. Du machst es so gut instinktiv. Weißt du, wenn ich mir da manchmal einen abzappel beim Aufnehmen und fünfmal den gleichen Move mache, das ist so scheiße, wirklich. Auch geil. Ich konnte meinen Text teilweise noch nicht so ganz, weil ich den wirklich einen Tag, bevor wir das gedreht haben, habe ich den aufgenommen. Und der hat einfach noch nicht gesessen manchmal. Ich habe dann immer natürlich die Takes genommen, wo ich mir sicher war. Aber das war oft echt eine peinliche Sache. Und ey, jedes Mal, wenn ich mich verhaspelt habe vor der Kamera, das hat wehgetan innerlich. Das war einfach Tritt gegen den Stolz. Und bis zu diesem Punkt, an dem ich heute schreibe, wie fandst du den Übergang? Seit 16 Tagen sag ehrlich, wie fandst du den? Zeig mal nochmal. Und bis zu diesem Punkt, an dem ich heute schreibe, habe ich schon seit 16 Tagen. Der ist halt schon, also mit dem Licht haben wir halt, also das mega gut mit dem Licht gespielt. Ja, wie der Kolja da extra so die Kamera hochgezogen genau. hat. Genau. Dann habe ich mir einen Shot geschnappt, wo dieses Licht hier im Studio, das stand da oben hinten, aha. Wie das genau in die Kamera geschienen hat und habe dann so eine Light Transition gemacht, dass das dann so gezeigt wird. Da steckt Gedankengang hinter. Ja, Eine neue bleibe, leb alleine und versuche stets mich abzulenken. Doch fühle mich, als ob ich innerlich sterbe, wenn ich an sie und die Katzen denke. Und das ist, glaube ich, auch die intimste Stelle im kompletten Song, weil das. Und das wollte ich gerade sagen, genau das kommt rüber. Ich finde, das ist auch einer der Szenen im Song, wo ich sage, okay, also da lässt du wirklich so ein kleinen Blick auf die Seele zu, finde ich auch alleine so, wie du da stehst, deine Ausstrahlung. Ich finde, das ist, also gerade das Wort intim passt da richtig gut. Crazy, das war mir auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, dann irgendwann, weil das so, ich weiß so, vorher verpacke ich alles so in Metaphern und umschreibe das so kunstvoll, verpackt das in Reimen und hier sage ich halt einfach nur, spreche ich es halt einfach an, dass sie mir fehlt, dass die beiden Katzen, die wir hatten, beziehungsweise sie hat sie noch, ich habe sie nicht mehr, dass mir die fehlen und so weiter. Aber ich wollte es halt einfach unbedingt sagen. Da führt halt nichts drum rum. Ich kann nur sagen, es gibt einen Track auf der EP, der ist eigentlich sehr privat. Also das war, weil das halt wirklich direkte Verarbeitung war. In unserer kleinen Welt, in die weite Welt. Es war eine heile Welt, aber nicht meine Welt. Und wenn ich gehe, wird wirklich etwas tief in mir sterben. Doch dafür erblickt was Neues, das Licht dieser Erde. Und zwar mein neues Leben, es hat ewig auf mich gewartet. Ich nehme es in die Arme, erhebe mich aus der Asche. Die Seele kriegt wieder Farbe. Ich sehe endlich richtig klar, denn mein Feuer brennt wie nie zuvor. Ich bin ein neuer Mensch. Der Übergang war auch gerade sehr smooth. Im Video? Ja. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Warte. Ich war gerade mehr auf meine Performance konzentriert. Ja, ganz kurz, nochmal kurz davor. Das stampelt so nice. genau da. Mikrofon-Performance zur anderen? Ja. Ja, stimmt. War nicht, habe ich jetzt beim Schneiden auch nicht so großartig beabsichtigt. Das hat irgendwie einfach gematcht fürs Auge. Da war es relativ schwer, das zu rappen, habe ich gemerkt, weil das halt eine relativ langanhaltende Passage ist. Und ich bin es generell noch nicht so gewohnt zu schreien. Jetzt, wo ich mal eine komplette Wohnung für mich alleine habe, konnte ich das mal ein bisschen antesten. Und man merkt doch am Ende, von dieser Reimkette jetzt, die ich da durchziehe, ich glaube 7 Silben hatte die ganze Zeit, gerade beim letzten Reim, wo ich da so richtig brülle, mit diesem ich sehe endlich richtig klar, da übersteuert auch das Mikrofon. Das hat dann da auch nicht mehr mitgemacht. Das ist ein bisschen am Abkacken da. Und es war tatsächlich, es war sehr schwer, das On-Beat zu rappen. Es war, aus irgendeinem Grund hatte ich da meine Probleme. Aber ich glaube, es fällt gar nicht so auf, oder? Nee, finde ich gar nicht. Nice. Aber das sind immer so die Stellen, die man selber so am kritischsten betrachtet, ne? Kenne ich, ist bei mir genauso im Refrain. Ist bei mir genauso. Ja, das ist so ein Ding unter Künstlern. Ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber man hat so, man ist ja so auf die Mikroebene fokussiert, du siehst gar nicht mehr so das Ganze. Du hast diese ganzen kleinen Schnipsel und du achtest auf jedes einzelne Kleine, als wärst du eine Mutter, die ihrem Kind dabei zuguckt, wie es auf seiner ersten Aufführung ist. Und du hoffst einfach so die ganze Zeit, oh, hoffentlich merkt es niemand, hoffentlich geht es gut. Aber eigentlich ist alles fein, du bist viel zu überkritisch. So klingt es eher wie eine Helikoptermutter. Guck mal weiter.
Ja, safe. Erhebe mich aus der Asche, die Seele kriegt wieder Farbe. Ich sehe endlich richtig klar, denn mein Feuer brennt wie nie zuvor. Ich bin ein neuer Mensch. Was ist nur mit mir los? Ich halt einfach nicht still. Kommen die Streicher rein und die anderen Instrumente. Eisern ja, und Wind. Ich find's frei so wie der geil. Wind. Trotzdem mit reinem Gewissen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich kann sein, wer ich will. Der Hype greift mich, Zeit halt, die Wolken tief im das Geist. Ey, das gibt genau den Vibe von... Hey, mir geht's wieder gut. Und das ist genau das, was ich auch bei ihm erlebt habe. Also Leute, wenn ihr wüsstet, wie real dieser Song ist, wenn ihr wüsstet. Oh. Ey. Das ist so cute. Ey, hier, hier, Herz. Aber es ist halt, es ist, ich hätte es nicht reingeschnitten, wenn es nicht wahr ist. Leute, das war eine Szene, in der ich einfach nur... Das war eine Szene, in der ich einfach nur fast gestolpert bin und dann gelaufen bin, in die Ferne gucke und leicht lächle, weil ich dann irgendeinen guten Gedanken hatte. Geil. Und das ist halt, aber es beschreibt es halt echt irgendwie deswegen habe ich es ja auch da reingepackt. Ach ja, und das ist auch eine schöne Stelle, weil da auch wieder der Schnee von oben kommt und so, das ist auch wieder... Ja, das war halt echt unser Glück, also dass es da wirklich die Nacht vorher geschneit hat, es war so perfekt. Hat es nochmal 100% aufgewertet. Ja, auf jeden Fall. Ich bin befreit, weil der Druck endlich entweicht. Glück allein, ich finde einen Sinn in meinem simplen Sein. Rebirth, ich bin bereit. Da hätte ich mir einfach noch gewünscht, dass du das Rebirth einsingst, aber da hatten wir die Zeit nicht mehr. Ah. Das wär geil gewesen, aber so ist es auch in Ordnung. Meinst du nicht, dass es dann irgendwie, dass der Wechsel dann so krass gewesen wäre von, also weil ich ja dann nur dieses eine Wort dann... Ja, aber du hättest so richtig schön flächig singen können. Ich glaube... Hätte geil kommen können, aber okay. Andererseits, wir haben uns jetzt schon so dran gewöhnt, wie es ist. Ja, das ist wahrscheinlich auch das große Problem, dass ich mir gerade denke, nee, da darf nichts mehr geändert werden. Sinn in meinem Sinn. Apropos, darf nicht mehr geändert werden. Ey, das war ja auch wieder so ein Last-Minute-Scheiß, ne? Ich hab diesen Song viermal gemischt. Nicht einmal, zweimal, dreimal, ne, ich hab den viermal komplett gemischt. Und ich hab das Color-Grading, Farbanpassung und so von dem Video, hab ich 3 Stunden vor Abgabe gemacht. Beziehungsweise ich hatte länger Zeit für die Abgabe, aber ich musste dann los und hatte dann eine 16-Stunden-Schicht auf der Arbeit. Also hatte ich gar keine Zeit mehr davor, irgendwas zu machen. Also und vor dem Grading bin ich nochmal 2 Stunden früher aufgestanden. Also habe mich um 5:30 morgens aus dem Bett gequält, um dann noch den Mix fertig zu machen. Denn der Koya, der so auch wunderschön den Director gespielt hat für das Video, der kann auch richtig gut Piano spielen. Deutlich besser als ich. Und er hat gesagt, ey, den Beat, den du gemacht hast, den finde ich geil. Aber ich würde die Pianospur gerne mal manuell am Keyboard in einer Nummer einspielen. Das klingt bestimmt nochmal authentischer. Weißt du, ich hatte dann schon den Mix fertig und alles, aber ich habe mir gedacht, nee, das kommt bestimmt nochmal geiler. Und dann hat er mir das geschickt auf 3 Spuren und dann kam das große Problem, was ich hatte. Plötzlich hatte ich Lautstärkeprobleme, ich musste einzelne Spuren anpassen. Wenn ich das eine angepasst habe, ist plötzlich das andere ein Problem gewesen und es war ein ständiges Hin und Her. Dann bin ich irgendwann fix und fertig ins Bett und am nächsten Morgen... habe ich dann das besagte Problem gelöst, bevor ich ins Grading gegangen bin. Und es hat irgendwie noch alles funktioniert. Da war dann, auch wenn ich Atheist bin, war irgendein Gott bei mir, ich weiß nicht welcher. Und es hat dann noch funktioniert. Rebirth, ich bin bereit. Ich lasse alles hinter mir, hab alles auf eine Karte gesetzt und muss sagen, ich hätte es bereut, hätte ich's nicht riskiert. Folge nur der Stimme, dachte nicht, was bringt am Ende raus. Und was habe ich dann gekriegt? Unendliches Selbstvertrauen. Ich bin allein, mir geht es gut, denn ich bin nie wieder an einen Mensch gebunden. Habe den Verlust überlebt, aber dadurch zu mir selbst gefunden. Werd ne Koryphäe, ich hab mich selbst gehasst, doch boxe nur noch in den Spiegel, wenn ich mir selbst eine Profis gebe. Hau raus. I love this. Dieses Boxe nur noch in den Spiegel, wenn ich mir selbst eine Brofist gebe. Also sowas Geiles. Ey, ich lieb's einfach. Also dieses Self-Empowerment einfach. Es ist auch die einzige richtige Punchline, die ich geschrieben habe. Punchlines sind ja, viele denken immer, das ist nur, wenn du eine Zeile gegen einen Gegner machst, wie in einem Battle-Turnier. Aber das bedeutet auch, es ist wie eine Pointe. Wie irgendwas, was Klick macht bei dir. Das ist eine Punchline. Wie ein Comedian, der einen Witz macht. Ja. Und das ist ja auch so ein Ding, das hat irgendwas, was zündet. Und ich habe mir irgendwie gedacht, so was braucht der Track einfach noch. Deswegen habe ich das geschrieben. Auf jeden Fall. Geil. Und es passt auch da wieder richtig, richtig gut, weil witzigerweise, seitdem die ganze Sache passiert ist, sind diese ganzen Selbsthassprobleme deutlich weniger geworden aus irgendeinem Grund. Witzigerweise, es ist ein richtiges Phänomen. Und zu dem, was jetzt kommt, will ich unbedingt was erzählen, deswegen springe ich weiter. Doch boxe nur noch in den Spiegel, wenn ich mir selbst eine Profis gebe.
Ich hab nicht nur Energie im Netz. Und so rappte ich den Part live vor CR7Z. Tickte Double-Time-Verse und er hat es gefeiert. Sagte, ich soll weitermachen und ich mach's, bis ich sterbe. Ich kann die... Ach ja, genau zu dieser Stelle hier. Das war so eine geile Story. Und wenn ihr euch das Rebirth-Ding angeguckt habt und mal in die Kommentare seid, dann habt ihr vielleicht auch einen Kommentar gesehen von jemandem, der geschrieben hat, dass es ihm sehr viel Spaß gemacht hat, mit mir bei diesem Konzert zu sein. Das war nämlich der Bruder vom Ruben. Der hatte mich spontan mal gefragt, ey, ich habe gesehen, du hast ein Video zu CR7Z gemacht. Lass doch mal zum Konzert gehen. Also habe ich dann die Karten geholt, wir sind dahin. Und das Konzert war mega geil. Ich war übertrieben wirklich geflasht, wie der Typ auf der Bühne ausrasten kann. Also wie der rappt, das stellt wirklich 97% von allem in Deutschland in den Schatten. Und dann auch noch live. Also wirklich, ist brutal. Genau, und dann war das geil. Aber irgendwie habe ich mich noch nicht ganz wohl gefühlt an dem Abend. Und da habe ich gerade angefangen, mich halt neu selber zu finden. Das ist dann gerade diese Phase gewesen. Das war, ich glaube, der 7. Januar, als ich dem Mann dann nämlich vorgerappt habe an seinem Konzert. Ich habe das dem Loris, dem Kumpel, gesagt, so, ey, weißt du, was geil wäre, wenn ich dem heute noch was vorrappen würde? Und er so, ja, komm, lass machen. Dann standen wir vor dem, wegen Autogramm, haben ein Foto gemacht und ich war schon so, ja komm, lass gehen, ist irgendwie alles ein bisschen hektisch. Und er so, nee, du wolltest ihm noch was sagen. Und der Chris dreht sich zu mir um und fragt mich, ja, was wolltest du mir denn sagen? Und ich so, ich wollte dir, und dann habe ich so ein bisschen eingeleitet, ja, ich mach auch ein bisschen Musik. Und dann gesagt, ey, ich würde dir gerne mal was vorrappen, geht das? Und er hat gesagt, ey, kein Ding, ich kümmere mich noch um die anderen Fans. Wenn ihr so lange noch ein bisschen warten wollt, könnt ihr das gerne machen. Und ich fand das so krass. Also haben wir noch mal ein bisschen gewartet, noch ein bisschen was getrunken. Später war er dann fertig. Ich mache jetzt so die Kurzfassung. Wobei eine Sache, die auch noch relativ geil war, da muss er nämlich doch noch was anderes abklären. Und die Jungs von Ayuna, von seinem Label, haben schon den Turbus eingeräumt. Und weil wir nicht wussten, was wir tun sollen, haben dann der Loris und ich einfach mitgeholfen, den Turbus einzuräumen. DJ Euler, auch richtig geiler Typ, der hat dann, der hat so ein bisschen noch mit uns gelabert und war einfach eine geile Stimmung. Also die Jungs von Ayuna generell mega sympathisch. Genau, und dann sind wir tatsächlich noch raus und ich habe den Mann vorgerappt. Das ist ein Handyvideo geworden, es geht ungefähr eine Minute. Mini-Ausschnitt habe ich hier reingetan, nicht mehr. Der Grund ist noch eine andere ominöse Person, die da die ganze Zeit mit dabei stand. Eine weibliche, die hat ständig mit, das war halt so, die hat halt ständig mit reingeredet und war offensichtlich betrunken und hatte anscheinend irgendeine Verbindung zum Chris und das wollte ich gar nicht so aufdröseln oder irgendwie, ne, wir haben dann auch schnell gemerkt, okay, das ist jetzt gerade, das geht jetzt in Loris und mich auch nichts mehr an. Dementsprechend habe ich das auch aus dem Internet rausgehalten. Ich wollte nur diesen kurzen Ausschnitt mit rein, damit halt jeder sieht, dass es nicht, das habe ich mir nicht ausgedacht, dass das passiert ist. Ich habe dem dann Livespeed vorgerappt, meine Double-Triple-Time-Nummer da. Und ihr seht ja, welches Gesicht er macht. Das ist dieses typische Rapper-Gesicht, wenn du weißt, es ist geil. Und das hat mich gefreut. Im letzten Drittel hat er dann aber abbrechen müssen, wegen, ne, besagter Person, weil das sehr stressig war. Hat sich dann auch mit der in die Haare bekommen. Da sind wir weg. Und trotzdem... Gossip! Bloß kein Gossip. Ich will mich da mit niemandem irgendwie. Bloß nicht. Ich bin dem dankbar, dass er mir zugehört hat. Ja, auf jeden Fall. Und aber hat ihm dann auch gefallen, sieht man. Und trotzdem ist er danach dann nochmal zu mir und hat dann gesagt, ey, aber wirklich, das war geil, wie du da gedoubletimed hast, mega sauber, mega clean, wirklich, am Text kannst du vielleicht ein paar Stellen noch ein bisschen feilen inhaltlich, aber ansonsten geil, mach weiter. Und dieses mach weiter, das ist so hängen geblieben, deswegen musst du das einfach in den Track mit rein. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ein CR7Z das hier sieht, aber ich kann mich nur nochmal dafür bedanken, das war... absolutes Highlight, werde ich nie vergessen. Live vor CR7Z, tickte Double-Time-Verse. Und er hat es gefeiert, sagte, ich soll weitermachen und ich mach's, bis ich sterbe. Ich kann dieses neue Glücksgefühl nicht mal verstehen. Also so fühlt es sich wirklich an zu leben. Ich bin fertig damit, schmerzgeplagt am Boden zu liegen. Für meine Feder frei und fange an, wie Vogel zu fliegen. Geh nach vorn. Hast du es gesehen? Ach, stehst du, oder? Nein, das bist nicht du, das ist der Ruben. Ach so, weil ich wurde öfter cool. Mal weggeschickt, weil ich im Bild gestanden. Das ist normal, das musst du dir auf dem Dreh angewöhnen. Ah, jo. Kleines Easter Egg, der Ruben ist da auf der Seite und läuft da raus. Diesen Shot, den wollte Ruben auch unbedingt haben, dass ich da rauslaufe, die Arme ausbreite und dann filmen wir das so Shot gegen Shot einmal rein, wie ich da rauslaufe und dann so mit der Drohne. Fand ich aber auch geil, konnte man gut implementieren. Wolltest du noch was sagen? Ja, wenn es jetzt weitergeht. Meine Haare. Ha? Warte. Die
Die können sowas von. Ich find, die liegen gut, wenn du mich fragst. Nee. Doch, voll. Nee. Doch. Also guck mal, da vorne, da könnte ich auf jeden Fall mal eine Haarbürste gebrauchen. Also das nächste Mal, falls irgendjemand von meinen Freundinnen oder so gerade dabei ist, ich brauche euch das nächste Mal als Make-up. Visagistin. Ich fand, die sahen besser aus, als du zum Aufnehmen gekommen bist. Was? Also, als du hierher gekommen bist zum Recorden. Ja, aber da hatte ich ja... Also, ich... Hierher? Ja. Zum Rekorden? Ja, da hatte ich die aber glatt. Das siehst du? Ja. So sehen die Typen das. Es gibt das und es gibt das? Nein, aber mir geht's gerade darum, dass ich einfach eine Büsse gebraucht hätte, um da mal zu schauen, dass alles... Ja, aber ich meine, die Jasmin hat drüber geguckt und die hat gesagt, du siehst super aus. Oh. Mhm. Ja, die Jasmin ist aber auch eine Süße. Ja, die kann, glaube ich, nur süß sein. Danke, Sveta. Ich krieg kein Kompliment. Was? Ich müsste eigentlich parallel auch so einen Stream aufhaben, wo meine Boys mir dann die ganze Zeit schreiben, hey, du Hurensohn, scheiß mich. So ist es nämlich. Hey, du kleiner Wichser. Ja, so ist es nämlich, genau so. Ein letzter Blick nach Haus. Rebirth, ich steh am Wendepunkt. Kann nur ich find halt mir selbst vertrauen. Was ich halt geil finde, ist halt, also was wir hier gut hinbekommen haben, ist so diesen Wechsel, dass man manchmal mich zeigt, manchmal dich und dann du halt gerade in so einer ruhigen Position, sehr nachdenklich. Ich finde, das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Also da war ich sehr glücklich und ich liebe diesen Shot. Der Shot. Ja, ich glaube, das ist so ein Shot, den jedes Mädchen irgendwann mal von sich haben will. Ja, es wirkt irgendwie auf mich so. Das ist ja genau diese Ausstrahlung. Ja. Krass, wirklich, dass du das beim ersten Dreh hinbekommen hast. Du hast wirklich eine gute Präsenz. Das habe ich auch oft zurückbekommen. Also Feedback zu dir war immer geile Stimme. dass du halt wirklich, wirklich toll in dem Video wirkst. Und einer meinte, dass du ihm mega bekannt vorkommst. Grüße an dich, Chris, wenn du das siehst. Aber der, der ist aus Stuttgart drüben. Ist ein guter Kumpel. Stuttgart? Ja. Ich habe da mal im Club geschafft. Ich war über zwei Jahre als Barkeeperin unterwegs. Und da waren wir auch in ganz Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Club hieß. Da war ich tatsächlich erst vor einem Jahr. Crazy. Echt? Am Ende hat er dich mal gesehen. Ey, Who knows? Also, es ist nicht ganz sehr Stuttgart, klein. Aber wait, vielleicht hat er dich ja mal gesehen. Kraft aus dem ganz kurz. Meine Schwester, Soldier Number One, hat gerade hier reingeschrieben, bald höre ich das Lied im Radio und dann drehe ich voll auf. Guys, sofort laut aufdrehen, lass die Nachbarn richtig leiden, dass sie keinen Bock mehr auf euch haben, wenn ihr im Auto unterwegs seid. Richtig schön laut, okay? Unser Nachbar hört Rap, ob er will oder nicht. Aber auf ganz freundlich angelehnt. Ja, aber, genau, ey, so muss es laufen. So muss aber, es laufen. Aber, wirklich, es gibt... Meinst du dein Standbild? Ja. Ey, komm, da habe ich schon deutlich... Sehe ich aus wie ein Löwe. Ich hatte schon Standbilder von mir, die haben ungefähr so ausgesehen, so... So gut, dass ich sie schon nachmachen kann. Irgendwann hast du eine ganz weirde Selbstironie von dir, wenn du ein Medienmensch bist. Gerade wenn du dich die ganze Zeit selber schneiden musst. Ach, geil. Wo war ich? Achso, ja. Ihr könnt Radiosender anschreiben. Das geht sowohl an euch als auch an euch. Ihr könnt diesen Song verteilen und fragen, ob die das mal spielen wollen. Das kommt viel besser, wenn das Fans machen, als wenn die Künstler das machen. Yes. Das hat direkt einen ganz anderen Vibe. So wirkt es wie Leute, die von dem Song überzeugt sind, so müsst ihr wirken. Ihr müsst so tun, als wärt ihr von unserem Song überzeugt. Mein Gott, wisst ihr, was meine Schwester gemacht hat? Die hat sogar Heidi Klum angeschrieben. Sogar fucking Heidi Klum. Die hat es einfach überall. Jeder wusste Bescheid. Ja, geil, wenn die da drauf reagiert, dann würde ich mal Live-Talk mit der ausmachen. Und dann rede ich mal mit ihr und sag ihr, ey du, dass dir der Song gefällt, das finde ich ja ganz geil. Aber können wir bitte mal kurz drüber reden, was du da mit den Kindern machst bei GNTM? Das finde ich nämlich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich gerne mal einen Talk mit dir haben. Da hast du recht. Ja, ich glaube, meine Schwester ist da eher so gegangen, wer fällt mir denn alles ein, wer irgendwie Reichweite hat? Ich schick einfach mal weg. Ich weiß nicht, wer alles dabei war, aber auch wirklich Leute, die, also ne, auch Heidi Klum, die hat ja, okay gut, Heidi Klum hat überall ihre Finger mit im Spiel. Ja, aber also ganz im Ernst, wenn ich mich an der hochziehen muss, um berühmt zu werden, dann mache ich das halt. Da sind wir dabei. Das immer dabei, das kenne ich sonst nur von einem Kollegen von mir. Echt? Crazy. Cooler Typ. Kann nur mir selbst vertrauen.
Kraft aus dem Schmerz, nichts, was mich am Wachsen hält. Trete aus dem Netz, es ist Zeit, mich selbst zu kennen. Der Boden lässt mich fliehen. Schulter noch schwer. Ich muss es einfach erwähnen, du hast es so gut eingebaut. Das ist eine Sache, die stört mich immer, wenn ich dann schon so Adlibs-like, also so Füller. Dinger. Ja, Adlibs. Das sind Adlibs, ne? Okay. Wenn ich dann schon solche Adlibs mache, dann will ich, dass die richtig eingesetzt sind. Und das hast du so gut gemacht, dass die wirklich on point sind, dass die auch dich dann unterstützen oder eben mich dann in dem Moment. Nice. Das ist wirklich, bei deiner Eitelkeit ist das ein fettes Kompliment. Ja. Das ist schon crazy. Auch meine Eitelkeit. Ja, ey, true, bei dir. Ja. Also, ich kenn's von mir. Und deswegen weiß ich, wie schwer das ist, den Ton da zu treffen. Ich habe auch, bei deinen Shots habe ich mir wirklich teilweise Sachen dreimal. Und deswegen kam sowas zustande. Nee, bei deinen Shots habe ich mir teilweise Sachen fünfmal überlegt, bevor ich sie reinnehme. Und auch beim Final Cut ja dann auch nochmal ein paar Sachen rausgenommen, weil ich instinktiv wusste, ja, dass sie dir nicht gefallen. Ja. Das ist wie, also ihr müsst euch so vorstellen, ich habe eine Pre-Version gemacht, rausgeschickt, nach Feedback gefragt und dann das Finale angepasst. Das habe ich getan und dann habe ich mir das nochmal durchgeguckt. Und dann gab es da am Ende einen Shot von der Julia, wo wir einfach ein Schärfespiel gemacht haben, wo die Kamera am Anfang unscharf ist, dann auf sie zoomt und dann wird es scharf. Und sie mochte den Shot nicht. Sie hat mir das, ich hab und, ihn gehasst. Aber was für, ich mach den also, nicht. Also Kolja hat es mega geil gemacht, aber sie war in dem Moment sehr unsicher und das drang so ein bisschen durch. Ja. Und da war es dann halt so, ja, sie hat es mir nicht gesagt, niemand hat es mir gesagt, der Shot war noch genauso drin, Kolja wollte sogar, dass der länger ist und ich sehe das so und es war, als ob ich auf einmal so eine Erschütterung der Macht gespürt hätte, sodass von irgendwo aus ihrer Windrichtung dann so das Signal kam, mach das raus, mach das bloß raus. I don't want it anymore. Ja, genau. Und dann habe ich das natürlich freundlich, wie ich bin, noch entfernt. Boden lässt mich fliehen. Oh, that's Schulter noch schwer, das Gewicht, das mich noch hält, die Erinnerung tief in meinem Herzen. Sorry, ich weiß, jetzt kommt die Stelle, ich liebe sie auch am meisten, ich verstehe es, wenn du sie auch am meisten liebst. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Keiner weiß, wovon ich rede. Nein, aber das ist, du hast ja vorhin gesagt, du hast diese eine Stelle, wo du so das Gefühl hast, boah, nee, das läuft einfach nicht so. Und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dieses Hoppeln praktisch, so dieses das war schon echt schwierig umzusetzen. Meinst du jetzt? Dieses Hoppeln. Meinst du? Okay, warte. Das ist das Problem, wenn man so Multibrain ist. Wenn man, meinst du auf Videoebene, Mixebene, Songebene, Gesangsebene? Gesangsebene. Okay. Vorhin hatten wir es ja, dass du gesagt hast, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Aber dass es manchmal, ne, dir schwer gefallen ist, da im Takt zu bleiben. Ach, und das so war meine Stelle. Du? Jetzt meinte ich mit Hoppeln. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Weil das ja, das Piano ja auch immer im Viertel. Vor allem habe ich da so viele S drin gehabt. Aber ich finde, ich habe deine S-Laute gut bedämpft. Auf jeden. Also generell, ich finde, ich habe deine Stimme gut gemischt. Da habe ich. Das auf jeden Fall. Also, das ist tatsächlich so ein eigenes Ding, so was ich bei mir einfach sehe. Ach so, generell S-Laute. Ja. Dann und schwer das Gewicht, das mich noch hält, die Erinnerung tief in meinem Herz. Ich weiß, ich werde fliegen. Ach, und das ist ein sauberes Ende. Genau, dann noch die ganzen Mitwirkenden. Habe ich nicht alphabetisch gemacht, das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ich habe da einfach nur gemacht. Dann auch mal am Ende ein Dankeswort an Kolja und die Jasmin für die ganzen Sachen, weil die das wirklich toll gemacht haben. Danke dafür. Dann habe ich mich nochmal selbst beweihräuchert. Das ist so eine alte Tradition, dass ich da halt flexen wollte, was ich alles gemacht habe an dem Ding. Weil, ey, das ist der einzige Trost, den du hast, wenn du bis nachts um 6 Uhr an dem Scheiß sitzt, weil das ja
größtenteils alleine machst. Ja. Das, du weißt, das sind ja Prozesse. Den Beat macht dir einer. Composing und Beat macht einer. Dann das mischt und mastert dir noch irgendein anderer Dude. Du schreibst es. Dann Videoschnitt macht jemand anderes und Editing auch. Und du bist eigentlich nur der Typ, der das dann auch noch einrappt und das dann meistens auch in einem Studio. Wenn du Glück hast, mischt dich das Studio dann auch noch. Das heißt, es ist gerne mal ein Prozess, wo 6 Leute dran beteiligt sind, wenn wir Video und Song zusammennehmen. Und jetzt, wo die Julia dabei ist, sind es ja noch mehr. Und das vereine ich ja an mir selber. Außer dich, weil ich deine Stimme nicht habe. Wäre cool, ist aber nicht so. Genau, und das, deswegen, diese weiße Schrift, so prollig sie auch aussehen mag, sie ist ein schwacher Trost. Genau, dann nochmal Gesangs und Lyrics. Da habe ich dich ja auch aus Versehen. Ja, richtig übergangen. Ey, das tut mir auch leid. Ja, das ist gar nicht. Hätte ich nichts gesagt, hätte sie gar nichts gemacht. Aber du hast es auch rechtzeitig noch gemerkt, weil ich übergangen wurde von iTunes. Die haben das aus irgendeinem Grund früher hochgeladen. Ah, jo. Ich habe 18 Uhr angepeilt. Die haben es um 11 Uhr hochgeladen. Also morgens um 7 war es schon online. Morgens um 7 war es schon online. Ja. Und Julia hat das gesehen und hat dann gemerkt, ey Robin, warum steht da mein Name nicht mit dem Titel? Hey, hallo? Also, Leute, zuhören. An meine alten Freunde. Ja? Da ist auch meine Stimme. Ist aber nicht mein Lyrics. Da habe ich gesagt, okay. Aber da, das lag mir auch selbst sehr am Herzen. Du hast mich angesteckt mit deiner Liebe zu dem Song. Muss ich sagen. Das ist mega cute, mega cute. Du bist nicht die Einzige, die das sagt. Der Koya auch, der hat das irgendwann auch so richtig gesagt. Er freut sich richtig, bei dem Projekt mitgemacht zu haben. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Richtig süß. Voll schön. Und ja. Deswegen auch die ganzen Danksagungen, weil ich gemerkt habe, irgendwie fühlen die Leute das, die sich da so ein bisschen mit befasst haben. Ja. Um auf dich zurückzukommen, ich hab's brutal vergessen. Wir haben das ja sogar ausgemacht und ich habe das dann morgens gemerkt und ihr kennt das, wenn ihr weggefahren seid und ihr habt euren Schlüssel eingepackt, Geldtasche, aber irgendwas fehlt noch. Ja, ich hab sie vergessen. Habe ich das dann noch gemacht und habe dann auch nochmal den Klusik, den Leiter des Turniers, angeschrieben und gesagt, ey, schreib die bitte mit in den Titel, sonst macht die mich kaputt. Und dann hat er das gemacht. Und, deswegen gehe ich trainieren damit. Die kann nicht nur heftig singen, das musste. Jo. Ja, und, bei mir gibt's ab und zu auch aufs Maul, ja. Das in deinem Haus ist das so gang und gäbe. Also, Song haben wir abgehakt und ich habe jetzt wahrscheinlich schon einen riesen Batzen, den ich schneiden muss, aber wir sind noch nicht fertig. Ich lasse dich ja noch nicht gehen, denn ich hab's ja vorhin schon gesagt. Übrigens, wir haben kein Dislike auf das Video. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Übel nice. Ja. Wir haben mehr Likes und Kommentare als mein Gegner. Ich muss übrigens dabei noch sagen, mein Gegner, der Affair, der ist vom Gesamtpaket her, finde ich, der stärkste im Turnier. Es ist zwar, ich bin zwar mehr überzeugt von meinem Song. aber es muss so sein, Wenn dein Song nicht wirklich so geil ist, dass du wirklich hundertprozentig dahinter stehst, weil das wird bei ihm hoffentlich ja auch so sein, weil es ist top, also man kann da gar nichts sagen. Dafür geht er mir halt auch zu nah, also der Song ist halt, eben. Genau, deswegen bin ich auch echt froh über die ganze positive Resonanz und die wenige negative, die wir angesprochen haben, ist eigentlich auch nicht mal eine negative, das war eigentlich einmal noch hier der Tommy und dann einmal da unten hier der Rick, die haben einfach nur gesagt, ey, bisschen wenig Themenbezug. Und am wenigsten konnte ich da so den Tommy verstehen, der da so gesagt hat, ja, du bist mir etwas zu aggressiv und ich fand den Double-Time-Verhaspelt, bin ich gar nicht mit d'accord. So sollte der Song nämlich auch gar nicht sein, die Kritik schiebe ich zurück, aber, stopp, ich kann das mit dem Themenbezug verstehen und kann es ausnahmsweise auch mal akzeptieren, wenn ihr den Song nicht ganz so brutal geil findet wie ich. Nee, jetzt nochmal Joke beiseite, freut mich, wie er insgesamt angekommen ist. Dann würde ich mal sagen, springen wir von hier direkt ins Making-of. Übrigens saugeil, wenn du meinen Namen googelst, bin ich ja direkt als erstes. Geil. Übel geil. Genau, Rebirth, das Making-of. Spring mal rein. Krass, dass du es noch nicht gesehen hast. Nee. Das habe ich heute fertig geschnitten und rausgebracht. Ja, super. Danke für die Information. Ich habe dich, glaube ich, sogar verlinkt bei der einen Sache. Du lügst, glaube ich. Ich bin verstaut, dann wird losgefahren zum Drehort. Dann wird für das ITP ein wunderschönes Video gemacht. Ich bin auch heiser von gestern, weil ich da noch aufgenommen habe. Aber der Song ist geil geworden. Ich freue mich drauf, den mit euch zu teilen. Let's go. Stimmt, ich war ja am Abend vorher noch da. Wollten eigentlich auch noch was aufnehmen. Ich war dann aber zu müde, weil der Kerl sich, glaube ich, bis 9 Uhr die Seele aus dem Leib geschrien hat. Ich habe den Song zweimal aufgenommen quasi. Beim ersten Mal war ich noch unzufrieden, dann habe ich nochmal drüber aufgenommen.
Ja, das war eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Genau, hier seht ihr den Shot. Das ist quasi fast dieselbe Drohnenaufnahme, aber da kann man die Autos sehen, die wir da geparkt haben. Der silberne unten ist meiner. Und zu dem BMW werdet ihr ganz am Ende vom Video noch was Unterhaltsames sehen. Der Koya, der Sack. Aber das sehen wir dann. Da mit Licht aufgestellt und so. Dann könnt ihr sehen, das ist ein Lost Place drüben in Wiesbaden, wo wir da gedreht haben. Krass, warte mal. Doch! Ich lasse euch mitgucken, Leute. Making of. Du weißt. Was? Du musst nur wissen, dass man dich im Video dann so runtergebeugt sieht, ne? Ja, okay, gut. Kannst du deine Dudes und Deeds nicht irgendwie da hinstellen? Dudes und Deeds? Dass die da. Warte. Dudes und Deeds? Nein, ich mach so. So, passt. Kannst du einfach ein paar. Wie das ausgesehen hat eigentlich am Dreh. Mit den ganzen Shots. Wie ich mir da einen abgezappelt habe. Teilweise. Ist der Ende oder soll ich den mit? Oder soll ich den mit? Das musst du mit reinnehmen. Aber weißt du, ich liebe das. Das ist so ein normales Ding, wenn du als Künstler gerade irgendwas geschaffen hast, dann kommentierst du die Sache immer richtig ernst, aber richtig euphorisch. Meistens, also nicht, dass du dann lächeln und sagst, oh, das ist so schön, sondern du hast diesen ernsten, konzentrierten Blick von eben noch, aber du bist so, boah, das war so geil, das war so schön, wirklich. Aber es, ja. Das ist irgendwie so ein Ding, das teilen wir uns. Ist der Ende oder soll ich den mit? Das ist jetzt das Tonstudio hier. Ja, ich habe auch nochmal. Ich habe auch eigentlich noch ein bisschen Schaumstoff das mitgenommen. Das kann man nicht als Einrichtung machen, eine zweite Buch. Genau, hier oben ist die Bennycam, weil der sich nach oben geschlichen hat und ein bisschen was gefilmt hat. Wie Julia gerade unten performt hat. Oh mein Gott, warum kommst du denn her? Ja, genau. Okay, vielleicht Ich mach dir dann Lip-Sync oder singst du dann, oder rappst du dann wirklich mit? Ja, und kann man wenigstens mitgucken. Okay. Besser als nichts. Ich wusste auch nicht, also du hast gesehen, viele Szenen sind heillos überbelichtet, weil wir die Kamera nicht angepasst haben. Maximal. Da habe ich ja noch was dazu geschrieben, das ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben. Was habe ich da geschrieben? Aufgrund der Vielzahl an gottgleichen Präsenzen im Bewegtbild wirken einige Sequenzen für das normalsterbliche Auge zu grell oder unscharf. Wir bitten freundlichst, diesen Fauxpas ihrerseits zu entschuldigen. Ah, geil. Nehmen wir. Okay, dann einmal Lied an. Okay, let's go. Läuft alles? Kamera läuft. Ton läuft. Boah, jetzt kommt der Schnitt. Ja, okay, los. Ja, Mann. Das war so geil. Jetzt schnell. Und da ist dieser Shot entstanden, der beste von allen, wie sie davor steht. Und so sieht es dann im fertigen Bild aus, dass ihr nochmal den Unterschied sehen könnt. Nice. Junge, da hat der Lektor nochmal ein bisschen Editing-Magie gemacht, ne? Echt, ey. Wie Koya dann die Kamera hochzieht, dann kann man das nochmal sehen. Nochmal? Fand ich aber sweet. Vor allem, wie das mit dem Piano so mitging. Das fand ich echt ganz cool. Nee, Alter Scheiße, guckt euch das mal an. Aber das fand ich an der Stelle. Junge! Wir sind ohne Witz. Oh, das sieht ja so gut aus. Holy shit. Julia, hast du schon mal gesehen? Nein. Guck rein. Oh, mit dem. Ist alles so abgegangen da drauf. Also die Szene muss auf jeden Fall... Ja, das kommt rein. Wenn wir gleich nochmal Schnee haben, dann sobald Schnee ist, dann rechnen wir ab. Egal was wir machen, und stellen dich nochmal hin mit Schnee. Weil das wir wollen so wir vielleicht einfach und ich bleib Schnee einfach wo ich bin. Okay, dann machen wir jetzt Robin mit Mikro. Ja. Das ist übrigens das erste Mal, dass mein Name genamedroppt wird in einem Video. Wir hatten auch einen Podcast mit... Also ich hatte einen Podcast mit Marc und Ruben. Und da habe ich jedes einzelne Robin damals rausgepiept. Aber mittlerweile ist es so... Ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf, deswegen habe ich es drin gelassen. Irgendwann habe ich mir gedacht, ach fuck it, sollen die Leute halt wissen, wie ich heiße. Robin ist nicht der schlimmste Name auf Erden. Nee. In fact ist es sogar der geilste, der existiert. Aber ich wollte es halt nicht preisgeben. Och. Sorry, es wäre vielleicht witziger gewesen, wenn es nicht wahr wäre. Du
Okay, dann machen wir jetzt Robin mit Mikro. Ja. Und werf uns ab. Nein. Es geht nur darum, dass ich eine Performance mache, wo ich wo es so aussieht, als ob ich halt aufnehme. Ach so. Also, wenn wir jetzt ausmachen, das nochmal, dann haben wir so einen Kontrast von. Oh, das zusammen. Hey, Lektor. Okay. Das ist quasi einfach so. Ja. Hallo, du hast es scharf. Und es gibt zum Beispiel immer scharf. Ja. Das fand ich so unfassbar cute, wie du mir sowas sagen wolltest und wie du das da mitbekommen hast und anfangen musst zu lachen. Aber so, weil du so von hinten bist und ich dir so vorne, das war irgendwie cool. Ah, und da, das mit dem XLR-Kabel, da haben wir so gescheitert versucht. Wenn du das von der anderen Seite schmeißt, da hast du mehr Platz zum Ausholen. Und oh dann nein. War er richtig, aber oh, das war der Zeitpunkt, wo es... Ja, ihr seht es. Das war so scheiße. Das war so kacke. Ey, aber mit den Jungs war es einfach geil. Auf wie der Ruben dann auch noch so sagt, jetzt hängst du wenigstens. Jetzt hängst du doch. Ja, also da wollen wir das Mikro haben. Weißt du, als Kolja gesagt hat, lass früher kommen, es können unvorhergesehene Dinge passen. Das weiß ich genau so. Oh, oder so. Ja! Ja, das musst du machen. Take two. Nein. Janik sei. Am Boden zu liegen, da kannst du es so machen und dann Vogel zu fliegen. Wie so ein fuckiges Kind. Nein! Ach ja, ja schon so ein bisschen, ne? So mit dem Nein! Auf und, so. Und das ist halt, glaube ich. Ja, das hatte ich die ganze Zeit. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich abgefroren habe. Meine Hände sind da immer noch so, keine Ahnung, so abgefroren halt, meine Güte. Weil ich mich an dem Tag wirklich, da habe ich am Ende die ganze Zeit nur noch gezittert. Alles für den Dreh. Es war halt dumm, weil ich habe am Anfang meine Jacke ausgezogen und hatte nur den Pulli an. Und da wir da so eine Kontinuität drin haben mussten, zumindest für die Szenen drinne, musste ich dann halt auch die Jacke aushaben und das war ein bisschen kacke. Also habe ich mich da mal aufgewärmt zwischen den Takes, musste die dann wieder ausziehen. Ich hatte ja auch nichts drunter, ich Idiot. Ich habe das einfach vergessen. Müsste ich mir mal angewöhnen. Servus, guter Mann. Ja. Wir wissen nicht zufällig, wie man dieses Ding ausschaltet. Ich habe es mit dem Ausschalter versucht, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich würde probieren. DJI ist da so special. Jedes Mal, wo ich verkackt habe gerade, habe ich meinen Text beim Aufnehmen umgeschrieben. Und ich wusste nicht mehr, welche Version jetzt die war, die ich genommen habe. Wie fühlst du dich jetzt nach dem ersten Take? Scheiße, ich glaube, das wird besser. Das war nicht die beste Performance. Einmal auf den Haufen. Oh, du selbstkritischer Kerl. Ich war übel unsicher, weil ich halt einfach nicht wusste, wie ich mich da bewegen soll. Ich überlege übrigens auch, zu einer Schauspielschule zu gehen, um mir so ein bisschen Performance beibringen zu lassen. Hm. Oder du bringst es mir bei, wenn dir das zutraust. Wir können ja einfach mal so eine Session starten und ich sag dir, was ich so tue, oder? Ja, ich weiß ja nicht, was du heute noch so vorhast, aber theoretisch. Ich hab mal, ich hab morgen doch keinen, also Halburlaub. Aber das kriegen wir hin. Noch haben wir, 20.46 Uhr, Leute, da fängt der Abend ja erst an. Cool, dass du das so siehst. Ja. Okay, das war jetzt eine gute Überleitung. Nee. Genau, jetzt kommt der letzte Clip, den ich meinte. Wegen meinem Auto. Das ist richtig gut, sag ich dir. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Bin nämlich stecken geblieben. Und der Koi hat sich geholfen. Er hat gefilmt. Ja, hallo, der Kameramann hat eben eine ganz bestimmte Verantwortung, die er eben auch übernehmen muss. Das ist Kolja alles richtig gemacht, deswegen haben bist wir, du unser haben Mann. Wir, sehen wir so aus, als ob wir Hilfe gebraucht hätten, Julia, sag du es mir. Maximal! Perfekt. Ja, und da, was mache ich da? Das ist nur das Out Now, wofür ich nochmal dein Gesicht missbraucht habe, indem ich dich da... Ganz offensichtlich. Ja, aber ey, ich fand, ich habe dir damit geschmeichelt, weil, also, vielleicht nicht, ey... Du kleiner Lügner! Ich konnte das Bild nicht aussuchen. Ich habe es überall eingestellt, bis auf YouTube. Ey, verzeihen Sie mir, dass ich Sie hier nicht 100% gut dargestellt habe. Aber für das Out Now Video, ne? Ja. Also um zu sagen, hey, der Song ist jetzt draußen, habe ich allein deine Performance genommen. Und mit so einem richtigen Boom am Anfang. Ich fand das so geil. Zack. Ja, okay. Dass es dann so reingeht und dann mit dem I bist dann du auf einmal da.
Hast du es noch nicht gesehen? Ich hab dich da sogar verlinkt. Doch, das hab ich gesehen. Jo, jetzt siehste. Deswegen. I'm sorry, ich sag ja schon nichts mehr. Genau, das war das Making-of. Jetzt haben wir beides durch. Ich könnte wahrscheinlich Stunden über die Machweise von dem Song erzählen, aber ich will es euch einfach mal sparen, weil das hier schon eine ganze Weile geht. Ich glaube, Video geht ungefähr, wenn ich es fertig geschnitten habe, 40 Minuten. Das ist wahnsinnig lange für ein geschnittenes Video. ist aber geil, wenn du selbst verliebt bist und das bist du, dann wird es dir echt gefallen, die 40 Minuten von deinem eigenen Content reinzuziehen beim Essen machen oder so. Also ich persönlich höre einfach meine Stimme richtig gern, weil es halt auch einfach eine geile Stimme ist. Naja, ich glaube, das so wird es mir jetzt beim ersten Mal vielleicht nicht gehen, weil ich glaube, jetzt werde ich so klar auf jedes einzelne Wort hören, wo ich mich versprochen habe oder sonst was. Ich glaube, das wird jetzt erstmal so eine richtige Challenge für mich, mir das anzuschauen und am Ende zu sagen, okay, alles klar, es ist in Ordnung für mich, was ich wie gesagt habe. Was da hilft, ist, wenn du selber schneidest. Also wenn du Bock hast. Es wird dir so gefallen, nee. Ja, wir machen das zusammen. Es wird mir echt gefallen, aber gut. Aber gut, kannst du halt nicht. Dann... Challenge accepted, du Arschloch! Okay, lad dir Resolve runter. DaVinci Resolve ist kostenlos. Dann was? Wie heißt es? DaVinci Resolve. Ich habe mir die Software übrigens legit beim Schneiden von unserem Musikvideo beigebracht. No shit. Ja, auf, dann. Du hast mich herausgefordert. Ja, dann schicke ich dir die Rohmaterialien rüber. Soll ich dir die Audiospur mischen oder schaffst du das alleine? Nee, das machst du. Okay. Was ich noch sagen wollte ist, ich kann hier unmöglich alles covern. Deswegen habe ich vor, einen neuen Podcast ins Leben zu rufen, wo ich darauf nochmal ins Detail eingehen werde. Die Rebirth-EP kommt. Passend dazu will ich einen Rebirth-Podcast starten, wo ich 4 bis 5 Folgen mache, wahrscheinlich für jeden Song eine Folge. Und da kann man dann nochmal umfassend über jede Scheiße reden, vielleicht nochmal über die Sachen außenrum. Das ist einer der veränderndsten Momente in meinem Leben gewesen. Deswegen will ich das so monetär ausreizen, wie es geht. Nein, deswegen will ich das. Das soll schon Meilenstein sein. Deswegen will ich das festhalten. Weil es wichtig ist und vielleicht kannst du auch anderen Leuten helfen. Und weil er Patte will. Ja, wenn ich Patte verdienen würde mit meinem YouTube-Money, dann würde ich jetzt hier nicht mehr mit dir sitzen. Bitch! Dann hätte ich mir auch schon die echte BFC genommen. Joke! Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Komm in der Seite. Knie nieder. Ich glaube, du hast so eine kleine Neigung. Ja, darüber reden wir jetzt nicht, auch nicht in den Postcard. Nicht in den Podcast. Postcard ist der Podcast von einem Kumpel von mir. Echt? No joke. Direkt mal Werbung gemacht, das ist alles geplant gewesen. Merkt ihr, wie wir euch manipulieren? Ja, das ist ziemlich geil. Werbung für den Postcard. Ruben, wenn du das hörst. nicht der Ruben, ein anderer Ruben, den kennst du nicht. Ah, okay. Richtiger Hänger, den habe ich jetzt vor lange nicht mehr gesehen. Richtiger Hänger? Nee, geiler Typ, aber ach, anderes Thema. Anderes Thema. Nee, einfach nur geiler Typ ohne aber. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Die richtige Beyoncé hätte ich übrigens nicht gewollt. Das war nur so. Nein, ich meine das ernst. Die hat das nicht so gemacht. Gib mir noch 10 Minuten, dann glaube ich dir das vielleicht. Die hätte das nämlich auf Englisch gesungen, das hätte ich gar nicht gewollt. Ja, okay, gegen eine Beyoncé kann ich auch eigentlich nichts sagen. Ich finde, du hast wunderschön ausgepackt auf dem Song. Dankeschön. Nee, Hammer. Jetzt kann ich ja nochmal sagen, wirklich, danke für die Hammer-Performance, das war Hammer. Dankeschön. Freut mich mega, dass ich da mitmachen durfte. Es ist halt auch ein Thema, was mich sehr berührt hat. Und ja, dadurch, dass ich den Robin, also ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht so arg lang, aber das ist halt ein einfacher Song ist, wo ich mega mitfühlen konnte, vor allem auch, weil ich halt den Switch bei dir gesehen habe. So die Art und Weise, wie wir jetzt hier zusammen sitzen und miteinander lachen und sowas, so war das nicht vor noch einem Jahr. Ja genau, vor einem Jahr war das so, sie saß immer einfach da und ich habe sie einfach angestarrt, bis sie gegangen ist. Das hat sie erstaunlich lange durchgehalten. Sie ist ja damals zum Aufnehmen zu mir gekommen, weil sie gesagt hat, ey, Bruder, hör zu, du hast das Studio, ich würde gerne aufnehmen, ohne eine Hypothek auf mein Haus aufzunehmen. Was hältst du davon, wenn ich vorbeikomme? Dann habe ich gesagt, geil, können wir so machen, Alter. Dann singst du mir aber manchmal was ein. Und so ist diese Zweckgemeinschaft entstanden. Ja. Ja. Und legit, vor einem, nicht mal einem Monat haben wir das aufgenommen. Das war... Ey, ist eigentlich auch krass. Ich hatte vom 1. Januar bis zum 31. Zeit und erst irgendwie so am 18. oder so haben wir das aufgenommen. Eine Woche vor Ab-
Aufgabe. Wochen vor. Ich habe einen Tag, bevor wir uns getroffen haben, habe ich meinen Songtext geschrieben. Das war ja auch so krass, was ich auch ziemlich heftig fand. Aber ey, was soll ich sagen? Ich habe einen Tag vor Videodreh meinen Song aufgenommen. Aber stopp, ganz kurz. Ich habe mir aber natürlich vorher Gedanken gemacht. So war es nicht, ne? Also ich habe das schon durch meinen Kopf gehen lassen und so. Aber dass ich jetzt wirklich gesagt habe, okay, ich lege mich jetzt auf den Text fest, auf bestimmte Lines, die da auf jeden Fall drin sind und baue dann da drumherum und so. Das war halt einfach wirklich ein Tag davor. Vorher war das nur so, ja, oh, da ist mir mal eine Zeile in den Kopf gekommen und so. Also alles halt so ein bisschen unkontrollierter, sagen wir es mal so. Genau. Und bei mir haben wir das halt auch nochmal ein bisschen umgeschrieben. Und dann ist perfekt gewesen. An der Melodie habe ich nichts gemacht, wie du es gemacht hast. Ja, das stimmt. Weil es halt auf meine Melodie aufbaut und warum was ändern, ja, was perfekt ist. Ja. Aber, schau. Nein, aber jetzt mal, ganz kurz, Scherz beiseite. Ich finde, du hast da wunderbar mitgespielt und ich fand es halt einfach so geil, dass ich daran bloß nichts ändern wollte. Ich wollte dann nur den Text etwas anpassen am Anfang und dann hat es einfach gestimmt. Ich fand das so geil. Ich konnte dir so das Feld überlassen und es ist schwer für mich, auf dem Werk, was mir so wichtig ist, jemand anderem zu sagen, ey, mach mal, ich hab da vollstes Vertrauen, aber es hat funktioniert. Ja. Und no joke, über diesen Tag haben wir uns quasi komplett neu kennengelernt. Ohne Spaß. Das war so geil. Ohne Spaß, ja. Ja, das war so geil. Mein Armertisch, du hast da schon so oft draufgehauen. Der ist wahrscheinlich mittlerweile schon. Ich streichel ihn, Leute. Seht ihr es? Ihr seht es nur meine Handbewegung. Einen halben Meter kleiner. Das stimmt nicht. In diesem Sinne haben wir jetzt eigentlich schon relativ viel geredet. Das ist auch nicht das letzte Mal, dass die Gute hier mit vor der Kamera war. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, euch noch eine schöne Zeit. Ciao. Und guten Abend. Bist du Inscope 21 Fan oder wie? Ja, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Ich würde sagen, das war ein gutes Ende, oder? Dann super Ende.